So, servus Leute, 00x-D1 mal wieder am Start mit einem neuen Projekt, einem Klassiker, nämlich Grand Theft Auto 3. Ja, ich spiele das nicht, Spiel nicht blind, aber ich habe alle meine Speicherstände früheren, gelöscht. Ich habe das Spiel vor ungefähr 2 Jahren mal ganz durchgespielt. Oh, mein Stuhl quietscht. Ich weiß aber beinahe nichts mehr von der Mission, und ich kann euch nicht versichern, dass ja, dass das Spiel auf professioneller Ebene gespielt wird. Es wird eine Menge Rumgefehle geben. Aber ihr braucht mich deswegen nicht zuzuflamen. Ich würde sagen, neues Spiel starten. Los geht's. Okay. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Señor Dickhead, there's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. Okay. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Jo, hier sind wir schon in-game. Nach einem richtig geilen Intro. Und ja, lass mal fahren mit dem Kuruma. Und richtig schön verschwommene Grafik. Also ich finde, das sieht, das ist so eins der Kriterien, warum ich das Spiel so liebe. Die Grafik ist manchmal richtig verwirrend, aber immerhin nicht die schlechteste. Obwohl nicht die schlechteste, da lässt sich drüber streiten. Aber dieses ganze Verschwommene, ich weiß nicht, ich mag sowas einfach so. Bam. Jetzt sind wir auch schon an meiner Ausfahrt vorbeigerast hier so. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. Jo, neue Klamotten. Ja.
Hier kann man speichern. Die Garage kann ein Fahrzeug speichern. Und er hat neue Klamotten. Und ich habe neue Klamotten. Und jetzt besorgen wir uns erstmal einen Job, um ein bisschen an Kohle zu kommen. Denn wir haben 4 Dollar. Jawohl. So. Hey, yep. Hier sieht man auch richtig schön verschwommen die ganze. Weil das ist noch wirklich die richtig gute alte Spielegrafik. So die Anfänge von GTA. Eggball's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car. And pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Okay. Gibt's vielleicht noch mehr Jobs für mich? Und mehr Jobs ist das, worauf wir raus wollen. Und der Wagen ist schon so kaputt. Deswegen nehmen wir uns mal so einen Wagen. Die Wagen hier haben echt kacke Handling. Meistens. Der Kurum ist eine Ausnahme. Der hat richtig gutes Handling, aber sonst schlittern hier die Wagen einfach nur so rum. Hier sieht man es schon wieder. Oh Mann. Es ist kein weiter Weg. Und an die Steuerung muss ich mich auch gewöhnen. Ja, ja. Ständig solche Bitches rumkutschieren, ey. Daran kann ich mich noch erinnern. Bei Luigi, dem faulen Hund. Hi, I'm Misty. Hey, ich bin Misty. Und ich bin 00. 00. 00 XD. Oh, guck mal, Mafia. Das ist ein Mafia-Wagen. Von dem muss man sich in Acht nehmen, die kloppen dich zusammen. Oh Mann, zu dämlich, um jetzt auszusteigen, oder was? Ich steck nur in der blauen Markierung aus. Ja, Mann, wie die nerven. So. Das ist ja ein Free Open World Game. Deswegen können wir jetzt auch schon mal so richtig geil Scheiße bauen. Wir haben aber nur 1504 Dollar beziehungsweise Geld. Ich weiß nicht, ob es da Dollar ist oder nicht, aber ich speichere mal diesen Spielstand jetzt hier so. Und die Autos sind dann auch direkt repariert. Ah, da war was. Das können wir direkt mal gebrauchen. So, Baseballschläger so. Haben wir nur Faust und Baseballschläger. Am Anfang. Aber ich besorge mir jetzt direkt mal so eine Waffe. Und wie man das macht, ohne irgendwie Geld zu kriegen, Geld zu auszugeben. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon am Anfang geht, aber wir fahren hier ein bisschen durch ein Gebiet und suchen nach Typen, die eine Knarre dabei haben, und fahren sie einfach um. Es gibt dann keine Schießerei, sondern eine Umfahrerei. Aber so wie es aussieht, gibt es die noch gar nicht hier so. Ach, guck mal. Ah, nee, haben alle keine Waffen hier so dabei. Vielleicht kommen die Waffen erst später ins Spiel. Finde ich eigentlich schade. Ich hätte schon jetzt so richtig Bock, hier so ein bisschen einen auf Scheiße bauen zu machen.
Oh yeah. Die Bullen kommen auch schon direkt so. Umfahren von Leuten. Oh nein, ein Stern. Das ist ja so tragisch. Der ist schon wieder weg. Ja, ich würde sagen, ich gehe nochmal zum Speichern, obwohl das keinen Sinn macht, und mache eine kurze Aufnahmepause. Und man sieht sich dann in der nächsten Aufnahme wieder. So. Nochmal überschreiben.